Die dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Matchballspiel Nummer 1 für Thomas Hossmann und seinen ersten FC Magdeburg. Die Vorzeichen sind gut, unter ihm sind sie noch ungeschlagen dazu. Der heutige Gast Sonnenhof Groß-Asbach. Sie stehen bereits als Absteiger fest. Die erste Situation für die im Blau gekleideten Magdeburger. Schon vielversprechend, 5. Minute. Jasula war das fast mit der frühen Führung für die Hausherren. Die Anfangsphase gehörte in Summe Magdeburg. Roschen ist das, der hier noch in letzter Sekunde von Leist gestört wird. Entscheidend. Ausgangspunkt dieser Ball von Koglin. Dann ist es Poggenberg, der das Gerät richtig scharf macht, aber Leist kann vor Roschen hier wunderbar noch klären. Anschließend ging das Tempo komplett in dieser Partie verloren, bis zur 44. Minute. Dann gab es die erste große Möglichkeit für die Gäste. Gaines ist das. Aber Morten Behrens, der zuletzt schon mehrfach in Erscheinung trat, er kann auch hier Gaines entscheidend stören. Morten Behrens wieder mit mehreren Sensationsparaden unter der Woche beim 0:0 gegen Unterhaching. Er hält für seine Mannschaft das 0:0 zur Pause fest. Magdeburg braucht in jedem Fall den Sieg, um den Klassenerhalt zu fixieren. Der eingewechselte Kvesic in der 63. Minute hat er die Übersicht für Christian Beck. Christian Beck, der Top-Torjäger, der so lange schon auf einen Treffer wartet. 634 Minuten waren es vor der Partie. Hier sind schon wieder einige dazugekommen. Am Ende hat er in der 63. Minute hier nicht das Glück gegen Konstantin Frommann, der sein letztes Spiel für Sonnenhof Groß-Asbach machen sollte. 2 Minuten später. Es gab jetzt vermehrt diese Nadelstiche der Asbacher. Kai Brünke eingewechselt worden. Wunderbar auch bedient in dieser Situation von Martinovic. Da fehlte nicht viel. Und da wurde aber auch deutlich, warum Sonnenhof Groß-Asbach die schwächste Offensive der Liga stellt. Doch sie waren jetzt am Drücker. Nur 3 Minuten später Martinovic, Jasula, das ist Morten Behrens, die Situation eigentlich geklärt. Aber Behrens mit einem katastrophalen Abschlag. Das ist Ünlü Çiftçi, der behauptet sich gegen Preisinger. Oren Gaines, Kvesic greift ihn nicht an. Oren Gaines in der 68. Minute trifft er zum 1:0 für die Gäste. Wunderbar, wie er sich diese Situation hier selber vorbereitet. Kvesic greift nicht an und Oren Gaines hat dann einfach die nötige Power im Fuß. Es ist sein Saisontor Nummer 3. Nun war klar, Magdeburg muss noch mal richtig aufdrehen. Seine Mannschaft, um hier zurückzukommen, um die Partie noch zu drehen, um noch 3 Punkte zu holen im eigenen Stadion. Und sie waren bemüht. 83. Minute, Kvesic, das ist Steininger, der kam auch neu ins Spiel, verzog hier allerdings deutlich. Wir sind in der 90. und es gab noch diese Ecke von Kvesic und das ist Kostli. Fast die dicke Gelegenheit, zumindest noch zu einem Punkt zu kommen. Aber nein, auch diese Möglichkeit ließen sie liegen. Kein Tor, kein Punkt, kein Sieg, kein Klassenerhalt zu diesem Zeitpunkt für Thomas Hossmann und Co. Magdeburg verliert 0:1. So dumm wie wir kann man sich eigentlich gar nicht anstellen. Also wir hatten heute eine Riesenchance, alles klar zu machen und liefern dann so eine Leistung ab. Es ist einfach enttäuschend für unsere Fans, für alle und für uns auch persönlich. Deswegen ist es heute sehr, sehr ärgerlich. Wir hatten den Druck natürlich nicht mehr des Gewinnmüssens, aber das kann auch in die andere Richtung losgehen. Ich habe das Beispiel Dortmund gestern erwähnt, aber die Mannschaft hat wie die ganze Zeit nach der Pause einen super Charakter an den Tag gelegt und wir haben uns vorgenommen, bis zum Ende alles zu geben und alles rauszuhauen, auch wenn der sportliche Abstieg feststeht und das hat die Mannschaft, glaube ich, sehr gut umgesetzt. Matchball Nummer 1 nicht genutzt. Und die letzten Gegner heißen Ingolstadt und Münster. Für den ersten FC Magdeburg steht eine harte Woche bevor. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.